Hallo Leute, heute sind wir auf einem speziellen Planeten gestrandet. Lass mich rasch hier Energie verbinden. Machen wir hier etwas mehr rein. Können eigentlich Holzkiste. Etwas Kohle rein, dann sind wir sicher. Wenn ihr hier die Meldung anschauen, die wir bekommen haben, als wir gelandet sind, was das aussagt, ist im Wesentlichen, wir sehen nur Wasser und Fisch, aber sonst nichts. Unter dem Strich heißt das, wir sind auf einer Insel gelandet, wo es keine Erze gibt, aber auch keine Aliens. Sprich, wir können uns Zeit nehmen, unsere Ressourcen aufzubrauchen, und zu forschen, was das Zeug gehält, für die ganzen 40 Minuten, die wir hier auf dieser Insel verweilen können. Und unglücklicherweise bedeutet das für euch, dass dies wahrscheinlich eine sehr kurze Folge werden wird, denn keine Action. Allenfalls hier und da mal ein Clip, wenn es um eine neue Forschung geht. Aber das wird es dann wahrscheinlich auch schon gewesen sein. Unsere Plattform, die wächst. Und wir haben hier noch ein paar rote Forschungen, die wir machen können. Wir werden zuerst die beiden wegforschen und dann mit dieser großen beginnen, die 10.000 rote Fläschchen braucht. Wir werden diese nicht abschließen können. Wir sind mit der roten Forschung nicht ganz durchgekommen. Die letzte Bergbaugeschwindigkeit 5, etwa zur Hälfte. Aber irgendwann müssen wir das ja sowieso forschen. Und die Förderbänder, die fressen wirklich rote Fläschchen und die sind auch schnell. Das heißt, da wären uns die roten Fläschchen sowieso sehr schnell ausgegangen. Drum denke ich, wir machen die Forschung auf dem nächsten Planeten fertig und dann beginnen wir mit Rot und Grün. Also bis dann.